In diesem Video geht es um etwas, was wohl mit der bekanntesten Erzählung in der Wissenschaftsgeschichte verbunden ist. Die Hauptfigur dieser Geschichte ist Isaac Newton, der ein sehr berühmter britischer Naturwissenschaftler war. Der Legende nach soll sich folgende Situation abgespielt haben. Herr Newton saß unter einem Apfelbaum und hat sich entspannt, bis er von einem Apfel am Kopf getroffen wurde. Und in diesem Augenblick soll er auf die Idee gekommen sein, dass die Kraft, die den Apfel Richtung Erdmittelpunkt beschleunigt hat, die gleiche Kraft ist, die für die Bewegung von Himmelskörpern zuständig ist. Newton hat seine Gedanken dazu mathematisiert und aufgeschrieben und heutzutage kennen wir das Ganze als das Gravitationsgesetz. Unser Ziel ist nun, eine mathematische Formulierung des Gravitationsgesetzes zu erarbeiten und mit Hilfe einer Simulation zu überprüfen. Dazu beantworten wir zuerst die Frage für uns, was wissen wir überhaupt über die Schwerkraft? Wir stellen uns zwei Himmelskörper vor, das könnte zum Beispiel der Mond und das die Erde sein, und wir wissen, dass die Schwerkraft, die auf einen Apfel auf dem Mond wirkt, ist größer als die Schwerkraft, die auf den Apfel auf der Erde wirkt. Wenn wir nun mit m die Masse eines Planeten oder eines anderen Himmelskörpers bezeichnen, können wir folgenden Zusammenhang formulieren, und zwar, je höher die Masse groß m eines Planeten ist, desto stärker ist die Anziehung. Analog dazu stellen wir uns zwei Körper vor, die sich beide auf der zum Beispiel Erde befinden. Und dann wissen wir, die Schwerkraft, die auf eine kleinere Masse wirkt, ist kleiner als die Schwerkraft, die auf eine größere Masse wirkt. Die Masse eines Körpers bezeichnen wir hier mit klein m. Und auch hier können wir einen Merksatz formulieren. Je größer die Masse m eines Körpers ist, desto größer ist die auf ihn wirkende Schwerkraft. Bis jetzt waren das Überlegungen, die man vielleicht schon außerhalb des Physikunterrichts aufgeschnappt hat. An dieser Stelle wollen wir nun unser Profi-Wissen verwenden. Und zwar konkret das dritte newtonsche Axiom, das Actio gleich Reactio. Und dieses liefert folgende Aussage. Und jetzt kommt ein etwas kompliziert gebauter Satz. Die Erde wird von Gegenständen mit betragsmäßig gleicher Kraft angezogen, wie die Kraft, mit der die Erde die Gegenstände anzieht. Außerdem sind beide Kräfte sich entgegengesetzt. Das, was hier vielleicht etwas kompliziert klingt, lässt sich in einer Zeichnung relativ einfach erklären. Wenn wir nun die Erde haben und einen Gegenstand, dann wird unser Gegenstand von der Erde mit einer Kraft angezogen, hier in Rot. Gleichzeitig wird die Erde aber auch von dem Gegenstand selbst angezogen, hier die Kraft in Blau. Man kann das auch in einer Formel ausdrucken. Die Kraft, die auf die Erde wirkt, ist im Prinzip die gleiche Kraft wie die Kraft, die auf den Gegenstand wirkt, nur entgegengesetzt, und das drücken wir mit einem Minuszeichen aus. Wir können nun mit Hilfe des dritten newtonschen Axioms unsere vorige Aussage etwas ausschärfen, und zwar, die Schwerkraft hängt im gleichen Maß von den beteiligten Massen m und groß m ab. Über die Schwerkraft selbst wissen wir auch mehr, und zwar die Schwerkraft ist proportional zu der Masse klein m. Das drücken wir mit die Schwerkraft Fg ist hier Schlange, ist das Proportionalitätszeichen, ist proportional zu der Masse klein m. Und an dieser Stelle kennen wir sogar den Proportionalitätsfaktor wegen der Formel Fg ist gleich m mal g, g ist der Ortsfaktor, haben wir sogar eine Proportionalitätskonstante an dieser Stelle. Der springende Punkt an dieser Stelle ist aber, dass beide Massen sozusagen gleichwertig sind und deshalb muss auch die Schwerkraft proportional zu der Masse groß m sein. Und das drucken wir mit Fg Schlange groß m aus. Bis jetzt haben wir uns mit der Intensität der Schwerkraft beschäftigt. Was wir uns jetzt anschauen werden, ist die Richtung der Schwerkraft. Und eine Sache über die Richtung wissen wir ganz genau, und zwar die Schwerkraft zeigt auf den Erdmittelpunkt.
Wir machen dazu eine kleine Zeichnung, und zwar haben wir hier diesen Kreis, also die Erde, den Erdmittelpunkt und Kraftpfeile, die alle die gleiche Eigenschaft haben, und zwar alle zeigen in Richtung des Erdmittelpunktes. Und diese geometrische Situation sorgt für das Folgende: Je näher die Kraftpfeile des Kraftfeldes am Erdmittelpunkt sind, desto dichter aneinander sind sie. Hier sieht man das ganz genau. Die Pfeile, die ich gerne als die inneren Pfeile bezeichnen möchte, sind dichter dran als die Pfeile, die ich jetzt hier als äußere Pfeile bezeichne. Und das wiederum hat folgende Konsequenz: Je weiter entfernt ein Körper vom Erdmittelpunkt ist, desto schwächer wird er angezogen. Und das hat mit folgender Vorstellung zu tun, und zwar, dass die Stärke des Gravitationsfeldes von der Dichte der Kraftpfeile abhängt. In dem mehr oder weniger vorletzten Schritt wollen wir uns jetzt ganz genau anschauen, wie die Dichte dieser Kraftlinien von der Entfernung vom Mittelpunkt abhängt. Und lasst euch an dieser Stelle nicht verwirren, wenn man von Kraftfeldern spricht, spricht man eher selten von Kraftpfeilen und verwendet eher den Begriff Kraftlinien. Gemeint ist aber das Gleiche. Wir führen dazu ein Experiment durch. Dazu brauchen wir einen Luftballon und einen Filzstift. Wir blasen den Luftballon so auf, dass wir eine mehr oder weniger Kugel mit dem Durchmesser von ungefähr 5 cm bekommen. Und setzen mit dem Filzstift, sagen wir, 18 Punkte auf die Oberfläche auf. Nun blasen wir den Ballon weiter auf, bis wir einen Durchmesser von ungefähr 10 cm erreicht haben. Und stellen fest, dass sich unsere Markierungen voneinander entfernt haben, wodurch die Dichte der Punkte auf der Ballonoberfläche abgenommen hat. Um die Sache etwas zu vereinfachen, nehmen wir an, dass die Ballonoberfläche die Oberfläche einer Kugel ist. Dann können wir zu den Radien zugehörigen Oberflächen auch berechnen. Die Formel für die Kugeloberfläche lautet 4pi r hoch 2. Und wenn wir die erste Oberfläche berechnen wollen, setzen wir als Radius 5 cm ein und bekommen als Oberfläche 100pi Quadratzentimeter. Analog können wir die zweite Oberfläche behandeln. Die Formel für die Oberfläche ist natürlich die gleiche, 4πr², nur der Radius ist ein anderer, 10 cm, und wenn wir das eingesetzt haben, haben wir eine Oberfläche von 400πQ². Die Dichte der Punkte auf der Oberfläche besagt, wie viele Punkte sich pro Quadratzentimeter auf der Oberfläche befinden, und diese können wir berechnen, indem wir die Anzahl der Punkte, die wir gesetzt haben, durch die Oberfläche teilen. Konkret bedeutet es, die Punktedichte für den ersten Radius, also den Radius von 5 cm, entspricht einer Dichte von 18 Punkten pro 100πQ². Und wieder analog dazu, die Punktedichte für den zweiten Radius, also den Radius von 10 cm, sind die 18 Punkte, die Anzahl der Punkte ändert sich ja nicht, durch die Oberfläche 400πQ². Und an dieser Stelle sieht man direkt, dass wir im Vergleich zu der oberen Zahl hier durch eine viermal so große Zahl teilen, also hat sich die Punktedichte geviertelt. Halten wir das einmal fest: Bei einer Verdopplung des Radius wird die Punktedichte geviertelt. Es liegt einfach daran, dass wenn wir den Radius verdoppeln, wird die Oberfläche sich vervierfachen. Nun können wir die Dichte der Punkte der Dichte der Kraftlinien gleichsetzen und erhalten folgendes: Die Dichte der Kraftlinien nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab. Und kurz können wir das schreiben: Die Schwerkraft ist proportional zu 1 durch den Abstand zum Quadrat, also 1 durch r². So, hier sehe ich gerade, dass das Wort so ein bisschen verunglückt ist. Das müsste natürlich hier die Kraftliniendichte heißen. Zum Schluss fassen wir alles zusammen. Wir wissen, dass die Schwerkraft proportional zu der Körpermasse ist, gleichzeitig proportional zu der Masse des Himmelskörpers und gleichzeitig proportional zu 1 durch r², wobei r der Abstand der Massen M und Groß M zueinander ist.
Diese drei Proportionalitäten kann man zu einer Proportionalität zusammenfassen, indem man alle drei Proportionalitätsgrößen miteinander multipliziert. Damit ist die Schwerkraft proportional zu dem Produkt aus m mal groß M mal 1 durch r². Aus mathematischer Sicht heißt es, dass es eine Konstante gibt, nennen wir diese Konstante groß g, sodass die Schwerkraft, diese Konstante ist, multipliziert mit der Masse m mal die Masse groß m geteilt durch den Abstand zum Quadrat. Diese Konstante habe ich groß g genannt, weil sie die Gravitationskonstante genannt wird. Und jetzt noch die allerletzte Anmerkung. In manchen Büchern wird anstatt groß g der Buchstabe Gamma, Kleingamma oder Großgamma verwendet. Da sind sich die Autoren der Bücher an manchen Stellen einfach nicht einig. Ich selbst tendiere auch dazu, diese Bezeichnungen durcheinander zu benutzen. Manchmal schreibe ich groß G, manchmal Kleingamma, manchmal Großgamma. Da hat sich die Welt der Physik nicht auf einen Buchstaben einigen können.